Hattest du schon immer deine Frisur, die heute hast, oder wie sahst du früher aus? Boah, krieg ich es irgendwie hin? Krass, Digga, krieg ich es irgendwie hin, noch ein paar Bilder von früher abzurufen, Digga? Muss mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo ein paar Bilder von damals habe, Digga. Ich habe bestimmt eine. Ich guck mal auf Facebook, Bro. Ich guck mal auf Facebook, nur. Glaube ich, da habe ich auch ab einem gewissen Zeitpunkt die Dinger nicht mehr drin gehabt, aber ich will mal gucken, ob ich irgendein Foto habe, wo ich noch eine andere Frisur habe. Digga, da sind Bilder dabei, Alter, wollt ihr mitgucken? Krass! Komm, ich lasse euch mitgucken. Boom, Alter. Krass, Digga. Das war noch Zeit. Kennt ihr die junge Dame hier? Heavy shit, Bruder. Ihr flexen, Alter. Das ist Mercedes Spanish, die geht gerade richtig ab auf Instagram. Die habe ich damals schon am Start, aber ich wollte da echt was draus machen, so fitnessmäßig. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier mit den Bros, Alter. Damals. Micha Jan, jetzt Patrick Reiser und Jerome. Kennt ihr die Jungs? Das waren noch Zeiten, Bruder, krass. Hier Bungee Jump. Boah, tschüss, Digga. Einer der heftigsten Erlebnisse in meinem Leben, Bruder. Patrick it in, man. Geil, Alter. Krass, der hat mich dazu gebracht, das zu machen. Guck mal, meine Augen. Bruder, ich hab da schon richtig Paranoia, Bruder. Guck mal, der Digga denkt so, ach du Scheiße, was kommt da gleich auf mich zu, yo? Krass, Mann. Ich will gucken, dass ich hier nicht komme. Hier mit Bardo damals. Schon am Flexen gewesen, 2015. Die OGs von 6-8. Weiß Bescheid. Krasse Filme. Hier mit Mami am Start. Mami! Beste Frau, Alter, ich schätze dir. Oh shit, man, Türkei-Urlaub, krass. Das war auch geil, 2015. In Zeytinburnu, Freunde, Zeytinburnu. Geil. Türkei war geil, Digga. Guck mal, hier sind wir im Elmas-Viertel, Alter. Hier, die beiden, ne? Barış Elmas und Sercan Elmas. Barış ist von mir, Alter, Day One, so seit. Boah, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir uns schon kennen. Ich versuche den mal kurz anzurufen. Der soll mal in Discord reinkommen, Alter. Ja, komm, ich mache erstmal Nostalgie-Vibes hier weiter. Sunny Vibes it in, man. Damals noch hier Pro-Bro-Sachen rumgeflext, Bro. Geil, Alter. Ja, und die ganzen Läden hier, El Masim und so, das sind alles die Läden von seiner Familie halt so. Die sind halt in Türkei, Zeytinburnu, und haben die so ein ganzes Viertel, wo denen alle Läden gehören quasi. Da haben wir genossen, da haben wir eine geile Zeit gehabt, oder? In der Türkei. Ja, das war schon geil. Das war mein erster richtiger, guck mal hier mit den Kids, das ist so krass, die Kids sind alle zu mir gekommen. Voll viele Kids sind zu mir gekommen und wollten ein Autogramm von mir haben. Ich schwör's dir, Digga, ich lüge jetzt hier nicht an der Stelle. Die sind einfach zu mir gekommen und haben gesagt, ey, kannst du uns ein Autogramm geben? Die haben noch nie so einen großen, breiten, schwarzen gesehen. Haben die noch nie gesehen. Da waren wir nämlich am Strandhaus und das ist halt nochmal voll weit weg von Istanbul. Wir sind 2 Stunden gefahren. So, und da, ja, moin, moin, Alter. Game Stuff, Game Stuff. Und die haben das noch nicht gesehen vorher. Das ist krass. Guck mal hier, Freunde, Alter. Fibo damals. Guck mal die Form. Guck mal jetzt hier. Dicker. Wenn ich selbst sehe, ich sag das, wie es ist, ne? Wenn ich selbst sehe und ich mich nicht kennen würde, würde ich sagen, da ist der Bruder safe auf Stoff, Digga. Safe. Aber ich bin nicht auf Stoff. Ich schwör's dir, ich bin nicht auf Stoff. Ich war da auch nicht auf Stoff. Das war einfach die heftigste Diät, die ich jemals durchgezogen habe in meinem Leben. Und dann habe ich da rumgeflext auf der Fibo. Und so habe ich auch meine erste Reichweite eigentlich bekommen, ja? Also wirklich aus dem Real Life ist das entstanden. Aus dem Real Life war das so, dass dann Leute auf mich zugekommen sind und unbedingt Bilder mit mir posten wollten, weil ich halt einfach eine krasse Form am Start hatte. Und so habe ich meine ersten 10k auf Insta aufgebaut. Also wirklich aus dem Real Life raus. Ich muss mal kurz Wasser holen. Das war schon krass, Alter. Geil, Digga. Das erinnert mich an Zeiten, Bruder.
Krass. Geil, komm mal hier mit Erkujun und so. Komm hier. Krass, Digga. Micha doch am Start, Digga. Das war ein geiles Team, Mann, Alter. Geschäftlich sind ein paar Sachen schief gelaufen, aber so menschlich gesehen, Alter, waren wir schon auf the same page auf jeden Fall. Guck mal hier. Tatort war das. Da haben wir im Tatort mitgemacht, ich und Baro. Als Kompasi-Vibes, man. Gibt es die Tatort-Folge noch? Doch, ich glaube schon, ja. Die gibt's noch. Tatort Ludwigshafen. Top Form, Leon. Dafür, dass viele andere auf Stoff sind von den Picks. Ja, Digga, das hat schon. Das war schon geil damals. Guck mal hier. Zieh dir schon mal das Sixpack rein, Digga. Die Beine. Trocken as a motherfucker. Da habe ich mir auch wirklich einen Arsch aufgerissen, Digga. Guck mal hier. Mit Alon. Alon hat da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall bestimmt 5 Jahre mehr Fitness auf dem Kerbholz gehabt. Das hat der Bruder sogar bei Facebook, glaube ich, gepostet. Und das hat irgendwie 20.000 Likes gehabt. Bro, ich war damals so aufgehypt, als ich gesehen habe, als der Bruder einfach gepostet hat, Digga. Ich so, oh mein Gott, wir waren zu Hause im Hotel. Wir sind so, shit, Alon hat unser Bild gepostet, Bruder. Krass, wir haben es geschafft jetzt. Wir sind jetzt da, Bruder. Das war echt heftig, Mann, Alter. Ja, krass, Mann. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Hier, damals im Orange. Mit Baro, Alter. L, motherfucking Baro. Bester Mann, Digga. Ich liebe diesen Mann, Alter. Ich liebe diesen Jungen, Digga. Ich schwör auf alles. Wir sind uns voll ähnlich, Mann. Ying und Yang. Mit Sonnenbrille, richtiger Miami-Dude. Ich hab's gefühlt damals, einfach mit Sonnenbrille auf der Fibo rumgeflext, Bro. Oh, Untouchable ist wieder auf den Girly-Vibes unterwegs, Bro. Konntest du dir jede Frau klären mit dem Körper von damals? Ich hab das Gefühl, du hast ein bisschen Probleme mit Frauen klären, ne? Bro, aber ich sag dir, Körper ist nicht alles. Persönlichkeitsentwicklung, Bruder. Persönlichkeitsentwicklung. Eine Frau musst du von deiner Persönlichkeit überzeugen. Frauen ist nicht so wichtig, Mann. Die sind nicht so oberflächlich wie wir. Die müssen nicht unbedingt geil aus. Die geilsten Frauen haben irgendwelche Männer, die, weißt du, was ich meine? So, das. Guck mal hier. Face-Transformation, Bruder. Kurze Erklärung, Freunde. Den linken kann ich nicht ernst nehmen, Bruder. Den linken kann ich nicht ernst nehmen, Bruder. Nein, Spaß. Guck mal, der linke, da habt ihr jetzt die andere Frisur. Auf jeden Fall links, da habe ich gerade eine Phase hinter mir. Das erzähle ich ganz kurz. Links habe ich eine Phase hinter mir. Ey, guck mal, das sieht gar nicht aus wie derselbe Mensch, ne? Seid ehrlich, Alter. Links habe ich eine Phase hinter mir, wo ich einfach, also ich habe meine Knieoperation gehabt und nach der Knieoperation lag ich halt 6 Monate im Bett. 6 Monate lag ich im Bett. Konnte nicht mich bewegen, konnte nicht laufen, dies, das, bla. Und ich habe einfach den ganzen Tag gezockt, gefressen und gekifft, ja. Das waren so die Beschäftigungen, die ich da hatte. Und ich bin einfach fett geworden wie ein Motherfucker, Alter. Bro, ich war einfach fett, Alter. Das war die einzige Phase in meinem Leben, ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich sag dir es, wie es ist, ne. Zu der Phase habe ich die größte Motivation bis jetzt in meinem Leben gehabt, Fitness durchzuziehen. Ich schwör's dir, die größte Motivation in meinem Leben. Ich habe mich angeguckt im Spiegel und ich habe mir gedacht, Bruder, no way. Und ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder irgendwie da wieder hin zurückkomme. So. Weißt du, was ich meine? Lass mal wieder Locken wachsen. Geil. Wie alt warst du da, wenn man dich fragen darf? Auf der linken Seite meinst du? Auf der rechten Seite bin ich 25. Auf der linken Seite
22, 23 so ungefähr. Ja, 22, 23 war das, ja. Ja, Mann. Hier habt ihr den Körpertransformation. 13, 14, 15. Na, warte. Alter. Ich mach mal meine Cam. Bisschen kleiner. Yes, Mann. Hier habt ihr eine Körpertransformation. Links war ich, das war, war nach der Operation. Da habe ich dann, naja, guck mal, dann stimmt das gar nicht. Doch, ich muss bei der Operation oder bei dem Bild vorher muss ich so 21 oder so gewesen sein. Da war das nämlich schon alles durch und da habe ich meine Bewerbungsgespräche gemacht, da habe ich das Foto geschossen und dann habe ich angefangen richtig hart zu pumpen und dann bin ich auf das Level von 2013 gekommen, so von Skinny-Heights-Level. Ich wollte unbedingt ein Sixpack haben und da habe ich zum ersten Mal geschafft, ein Sixpack zu haben, also aus diesen Fatty-Vibes wieder raus und Sixpack zu bekommen. Dann habe ich mir, oh shit, man, Garkan hat 5 Euro gespendet, Bro, ich küsse dein Herz, Bruder. Richtig Liebe, Bruder, Dankeschön. Dankeschön, Bro. Geil. Auf jeden Fall habe ich dann, danke, Bro, angefangen zu pumpen. Da habe ich dann zum ersten Mal ein Sixpack bekommen. Das war für mich auf jeden Fall Levels, dass ich da ein Sixpack bekommen habe. Das war so geil, Digga. Ich habe mich so krass gefreut. Dann ging es weiter. 2014 war es dann schon ein bisschen mehr Masse am Start. Habe ich schön gefressen, Massephase gemacht im Winter und dann wieder runter definiert. Und 2015 habe ich dann den Hasenhalt abgeschossen, indem ich einfach eine komplette, ich habe über ein Jahr lang eine Massephase gemacht und dann strikte Diät, 2-3 Monate lang, glaube ich, komplett runter auf nix Level. So. Ja, Digga. Wie viel Körperfett ist das rechts? Boah, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Habe ich nie gemessen. Realster Fitness-YouTuber neben dir. Realster Fitness-YouTuber? Puh. Wisst ihr, wen ich früher immer gefeiert habe als Fitness-YouTuber? Ich habe mir immer Karl S. reingezogen, dann Patrick Reiser und Micha Jan jetzt und so. Dann gab es diese geschäftlichen Diskrepanzen, wo ich auch ein paar Moves nicht gefeiert habe und so. Aber wen ich immer eigentlich gefeiert habe, war Flying Uwe, Digga. Sag ich dir ehrlich. Flying Uwe war so, ich weiß nicht, der kam mir immer so real so rüber, dass er nicht seine Community scammen wollte und seine Produkte so ekelhaft irgendwie an den Mann bringt, so, sondern einfach auf entspannt, auf coole Basis so das gemacht hat, weißt du? Ja. Und ey, thanks me, Karl S., auf jeden Fall. Du sagst jetzt, du wolltest gerade Karl S. als Joke sagen. Bro, ich habe bis heute eine gute Verbindung zu Karl. Auch wenn ich einige Business-Moves und wie die ihre Produkte an den Mann gebracht haben, manchmal nicht so geil fand, so menschlich gesehen, mir gegenüber war der immer nice. Weißt du? Tobias Roth, bester Mann. Flying Uwe ist realster Hamburger. Ich bin hier gerade in meiner Nostalgiephase. Guck mal, da ist er doch. Da ist er doch, Alter. Das Kerlchen. Da war ich bei dem zu Hause, Digga. War eine geile Zeit, Bruder, in München haben wir da rumgeflext. Ja, Mann. Hier beim Patrick, Digga, ich schätze dir an dem Tag, Bruder, wir haben den Vogel abgeschossen an dem Tag, an dem Abend davor. Das kann ich hier gar nicht erzählen, Alter. Hier haben wir ein Posing-Battle gemacht, ich und Micha bei Erjan, im Erjans Gym. Da seht ihr natürlich, dass der seine Masse auf jeden Fall nochmal definitiv stärker ist als bei mir. Oha, guck mal hier. Terminator hidden, motherfucker. Scheiße, Alter. Das war Beast Mode, Alter. Beast Mode. Ich guck mal, ob ich noch was hab von wirklich way back. Oh shit, guck mal, wen wir hier haben. Köftespieße den motherfucker. Hat er getroffen auf der Fibo. Das Bild, das ist mein Bruder und ich sind es. Mein Bruder quetscht mich gerade voll ein. Shit, Alter. Egal, ich lass mich davon nicht unterkriegen, dass der Stream wieder off und on geht. So, wie ging's da noch weiter, Digga? Ah ja, hier sind so die ersten Bilder, die ich hochgeladen habe. 2012. Mit Kippe im Mund geblitzt. Mutters Auto. Krass. Da habe ich gerade Führerschein gemacht.
hier am Relaxen. Gemütlich laid back am Start, der Cousin auf jeden Fall. Hier, guck mal, der Matrose. Die Matrosi-Vibes, man. Digga, das waren noch Zeiten, Mann. Das war mein erstes Instagram-Foto mit OG Malik Mo 2012. Life is hard. Da habe ich nicht mal Bart gehabt. Ja, Mann, ich habe gedacht, ich habe noch Fotos, wo ich lange Haare habe. Hier, Motrip. Motrip getroffen 2013. Das war so ein krasser Zufall, Digga. Ich habe diesen Jungen so krass gefühlt. Es war diese Embryo-Zeit, Embryo oder Mama. Ich weiß nicht genau, welches Album. Eins seiner ersten Alben war das. Ich habe den so krass gefeiert und auf einmal, ich laufe Mannheim nach dem Lernen, nach der Uni und dann sehe ich den Bruder einfach in Mannheim am Bahnhof, unten am Bahnhof. Der läuft da einfach rum, der sagt, fuck, das war gerade Schneesturm und die Züge sind nicht so gefahren und der musste irgendwie in Mannheim aussteigen. Und dann war der Typ einfach da, Digga. Das war für mich voll der Flash. Mannheim, Hauptbahnhof, habe ich ihn gesehen. Krass. Krasse Zeit war das. Und da war ich halt null mit Rappern oder so am Start, ne? Das war gar nicht mein Film. Ich habe Deutschrap nur verfolgt halt. Und habe mein Fitness-Ding halt durchgezogen. So. Guck mal hier mit meinem Bruder. Der linke ist mein Brother, Alter. Philipp Love Lock, get in, motherfucker. Bester Mann, Alter. Da haben wir zwei Party machen, haben da schön die Sau rausgelassen. Hab Özil im Mannheim bei Maidan getroffen. Okay, krass. Ja, Mann. Nostalgie-Vibes hat er. Hier mit Bentley. Mit SLS Baro am Flexen im Mannheim, Alter. Krass. Ja, okay. Ich hab leider keine Bilder von... Guck mal hier. Das ist der Brother. Das waren Freund Marley Williams Harris und mein Bruder. Ich habe leider keine Bilder von da, wo ich lange Haare hatte, yo. Das hätte ich euch gerne nochmal gezeigt. Hier die OGs in the building, Alter. Das ist extra Mann, Digga, geflext, rasiert. Oder wir waren die OGs. Vertrau mir, wenn ich euch das sage, vertraut mir. Ja, war eine krasse Zeit auf jeden Fall. War eine krasse Zeit. Hab leider keine Bilder mit langen Haaren.